Ganz kleiner Fehler am Rande. So, 6 Minuten aufgenommen, das PC abgestürzt und kaboom. Problem ist, das Spiel speichert automatisch. Ja, ihr könnt ahnen, was passiert ist. Genau, wir haben jetzt ein bisschen eingesammelt. So, jetzt kaufen auch nebenbei ein paar Sachen ein. So. Und Schmetterlingsgas nur zur Sicherheit. Und natürlich Munition für die scheiß Teile mit den Elektroatem. Und natürlich ein paar Kugeln dazu. Auch wenn die teuer sind. So. Also, was passiert ist? Wir sind hier lang gegangen, als ich aufgenommen habe. Ich bin ganz normal hier lang gegangen. Es ist wirklich nichts Schlimmes passiert. So, ganz wenig aufgenommen. Und bisher hat ganz Zeit keine Faxen gemacht, wortwörtlich. So, ich bin hier lang gegangen. Hab mit euch gesprochen, dass wir jetzt hier lang gehen. So, dann kamen hier weiße Dinger und ich habe gesagt, oh nein. Ganz schnell Verlauf, denn ich hasse die Teile. So. Dann war da hinten ein dunkler Edelstein, den ich zerstört habe. Da hinten eine Kanone ist aufgetaucht. Und wir wollten hier an der Seite lang gehen, um Ei zu holen. Welches ich vorhin mit dem ersten Mal versucht habe. Aber jetzt die Datei nicht mehr angezeigt werden kann, weil halt einfach der PC ausgefallen ist und warm. Was natürlich schade für das Video ist. Und warum ich jetzt da auch immer noch nicht hochkomme, ich weiß es nicht. So, ich fliege euch mit. Ja, ich fliege mit euch nochmal dahin. Aus einfachem Grund. Weil ich einfach diese 100% mit euch machen will und nicht jetzt als Dings im ungestapelt das lassen will. Als ja kein Beweis, dass da angeblich kein Ei ist. So. Also, wir nehmen dieses Baumstamm-Dingeling, fliegen hier die einzelnen Teile rüber. Ja, und da oben. Ist nur noch ein paar Edelsteine, die ich nicht mehr sammeln wollte. Also, ich mach's jetzt nicht nochmal. Da ist wirklich ein Ei gewesen, welches ich gesammelt habe. Tut mir leid deswegen. Das sollte gar nicht passieren. Natürlich komme ich dann hoch. So. Und nachdem wir diesen Lichtedelstein aktiviert haben, halt. So. Da oben war ein Ei. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt. Oh, guckt euch ein anderes Let's Play an. Ich habe es geschafft, wirklich. Da oben war wirklich eins drauf. Und dann bin ich ganz normal. Du kannst nicht. Ma, was ist los? Blöde Muschel. Schuld. Du bist auch schuld. So. Also, hallo. Wir bewegen die. Geht doch. So, da wollen wir oben rein. Jetzt brauchen wir den Wirbelsturm. So. Da kam hier nochmal so eine Scheiße, die ich über die Pest hasse. So, und aber hier auch nochmal ein dunkler Edelstein. So. Den haben wir auch zerstört. Nur so kurz laut darf. So, bin ich hier lang gegangen. Habe ganz normal zu Plattformen hier übersprungen. So, hier entlang und da oben das Ei zu holen, was da auch drin war. Was jetzt auch nicht mehr da ist, weil das Spiel automatisch speichert. Also wenn ich neu starte, ist das automatisch eingesammelt. Könnte aber mal. Ne, das wäre Unfug. So, das Ei hätten wir. Hier ist noch eine Mutter, Schildkröte, die haben wir nicht gemacht. Hier ist nämlich der PC abgestürzt. Machen wir alles später. Jetzt machen wir erstmal. Weil ganz einfach die Chance dazu haben, den Boss. Wir haben jetzt 20 Edelsteine, halt diese beiden, die wir eingesammelt mussten noch. Ich hab wirklich noch nicht mehr geschafft. Es tut mir wirklich leid für den Fail. Wenn der PC. Oh! Der lebt noch. Ja. Tut mir wirklich leid für den Fail. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht nochmal. Wir haben uns gewaffnet für den Boss. Der Boss ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer. Wir haben jetzt eine Libellenkraft mehr. Das ist auch unser Vorteil. Das heißt, die Libelle wird nachher nochmal rot. Und ja. Also, nochmal kurz, wirklich sorry für den Fail. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber hier geht es ganz normal weiter mit 100%.
Und warte mal, Option. Man kann nirgendwo einstellen, dass das Spiel nicht automatisch speichern soll. Das ist schade. Wenn ihr gleich nämlich das gelbe Kästchen seht, dann speichert er automatisch. Und das macht er bei jedem dunklen Edelstein. Jedem Ei, jedem Lichtedelstein macht er das. Oh, unter die Tage im Dunkeln. Du Arsch. So. It's Boss Time. Da speichert er. Habt ihr gesehen? Da speichert er wieder. Das ist schade. So, was haben wir hier? Grünes Giftwasser. Hep. Oh nein. Du musst Spyro sein. Oh. Du bist größer als erwartet. Meistens sagen meine Gegner, ich sei kleiner als erwartet, um mich zu reizen, weißt du? Oh, ich dachte wohl, Drachen seien klein. Ich verbringe halt die ganze Zeit im Wasser. Da kriegt man nicht viele Drachen zu sehen. Aus einem Seedrachenfisch. It's Boss Time! Und dieser Boss war irgendwie der einfachste. Du bist eklig. Ich hoffe, das hat dir mal jemand gesagt. Na, hat's wehgetan? Was kam jetzt? Ja, Kamerawechsel urplötzlich. Der Todeswasserstrahl! Nein! Der macht sogar Schaden! Das ist jetzt kein Witz! Dieser blöde Wasserstrahl macht Schaden! Der ging ja noch nicht mal richtig auf. So, Kamerawechsel auf einmal wieder. Na, kleines Monster. Guck mal, da ist der nächste Pfosten. Oh, ja. Das ist eklig. Das ist einfach eklig. Ich will bestimmt niemanden zur Frau haben. Aua. Das tat weh. Ach genau. Nebenbei, wenn wir da reinfallen, sterben wir. Nur damit ihr Bescheid wisst. Kommen wir in diese bösen Wasserstrahldinger. Ich glaube, das ist mal so weit doppelte Höhe. Nein. Langweilig. Aber diesmal, glaube ich, länger. Und schneller. Und trotzdem länger. Jui! Hat auch nicht ausgereicht. Boah, das wird ein mächtig langer Part. Da ist wieder dieses Monster Neptunauer, wie sie heißt. Wir können Strom machen. Wir können das Wasser eigentlich unter Strom setzen. Nein, ich will dich vergiften. Ich will dich verätzen. Durch deinen Todesatem. So, die erste Runde macht es auch wirklich nicht was Neues. Also so schwer ist das jetzt nicht. Von jemandem so klein wie du. Oh, Runde 1 ging an mich. Was kam jetzt? Ich glaube, jetzt kam irgendwas Gemeines Neues. Oder auch nicht. Blödes Monster, ey. Welches reden kann übrigens nebenbei. Ah ja, genau. Zwei spaßige Wasserstrudel und eine Libelle nebenbei. Wenn ihr jetzt sagt, hey, du könntest doch voll fett auf die Dinger steigen, das ist mir zu riskant. Ganz ernsthaft, wenn die Dinger runtergehen plötzlich, das reagierst du gar nicht so schnell. Dann fällst du und dann tot. Na, wirst du wieder deine grünen, ekligen Bällchen. Oh, kommen wir nicht mal hier hin? Ich muss noch gar nicht mal springen. Also nichts Neues bei Neptuna, das dicke Monster aus dem grünen Lavasee. Oder was auch immer darstellen soll. Wackeln! Was mache ich? Ja. Oh, die hören dann direkt auf.
Ja, ist auch lustig. Nein! Wie kannst du eigentlich diese grünen Dinger werfen? Ja! Nein, dreh doch! Wie die lacht. Oh, dreh doch noch eine Runde, klar. Wurden zweimal getroffen in dieser Runde. So, Runde 2 geht aber auch uns. Oh, Kopfschmerzen. Oh, ich kann's nicht glauben. Wieder besiegt. Von jemandem, der so klein ist. Oh, du bist so eine ewige Diva. Was kam jetzt? Nichts Neues. Warum machst du nichts Neues? Du bist ein langsam lamer Boss, ey. Langsam lamer. Du bist lame. Du machst nichts Neues, du machst nichts Gefährliches wirklich. Du machst auch nur zwei Todesstrahlen. So. Jetzt hab. Wow, wow, wow. Ja, das war klar, dass er uns erwischt. Da hätte ich auch keine Chance mehr auszuweichen. Da ist er auch wieder. Na? Nur, dass du weit über Wasser sein kannst. Ja, das wird doch eh nichts mit dir. Heidi Klum für Schrottmodels. So, jetzt kommt, glaube ich, doppelter Turm. Genau, doppelter Turmspaß. Ja, okay. Doppelter Sturmspaß hat mich erwischt. Egal, jetzt müssen wir dieser fetten Kuh noch einmal in den Magen rammen und dann haben wir gewonnen. Das dürfte ja wohl kein Problem sein. Ja, du bist doch... Mach doch lieber deinen Todesangriff, Mann. So. Geht unter. Oh, nein. Doch nicht. Was ist passiert? Ich kann's nicht glauben. Besiegt von einem Winzling. So klein, dass man ihn nur mit der Lupe sieht. Jetzt trägst du wirklich zu dick auf. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Fähigkeit des Wasseratems. Cool, noch eine Atemfähigkeit. Was kann ich damit machen? Mit deinem Wasseratem kannst du bestimmte Objekte bewegen, Rätsel lösen und bestimmte Feinde verlangsamen. Außerdem kannst du damit Trockennahrung befeuchten. Ja, warum hat's wohl den Namen Trockennahrung? Komm her. Ultimativ gefährliches Wasser spritzen! Hui! Wir können übrigens jetzt auch ins Wasser gehen und Neptun, da liegt da nirgendwo auf dem Boden. Wie ihr seht. Warum auch immer. Und diese Türme sind immer auch die kaputt, die ich kaputt gemacht habe. Hoffe ich mal, dass das Spiel mich nicht verarscht. Was war denn da unten gerade zu sehen? Ach so. Ja, was soll das sein? Keine Ahnung, was das sein soll. Wollen wir erstmal diese Höhle hier verlassen, weil sie gefällt mir irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso. Wir haben den Boss besiegt, dieser ekligen Lagune. So. Nun denn, wir können zurückgehen. Die Krabbe hat irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wieso. Und die auch. Sind wir gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht. Abgrund. Gemein. Sonnenlicht. Ich will hoch. Geh nicht ins Licht. Haben wir heute bei Schweißen einen Witz gemacht. Schweißen, das ist ja irgendwie 3000 Grad heiß. Und dann zieht jemand den Witz. Nein, geh nicht ins Licht. So. Ja, wir können die Tiere mit Wasser töten, das ist das Beste natürlich. Ich töte noch mit Wasser. So. Tut das weh? Ja.
Nun denn, wir stehen hier vor einem, komischen Strudel. Wir können in die nächste Welt reisen, das machen wir im nächsten Part. Und bis zum nächsten Mal würde ich erstmal sagen, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.